Heute zeige ich euch, wie ihr diese coole Jeans selber nähen könnt. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr euch eine super coole Dina Jeans nähen könnt. Das Schnittmuster für die Dina Jeans haben wir kreiert, weil wir eine Jeans entwickeln wollten, die einfach zu verarbeiten ist, super cool aussieht und eben auch total im Trend liegt. Wir nutzen so einen mittelblauen Jeansstoff aus Baumwolle. Der hat einen ganz kleinen Stretch-Anteil, merkt man beim Nähen eigentlich gar nicht, aber er hat eben dadurch einen ganz tollen Sitz. Für die Jeans wäre es ganz cool, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung an der Nähmaschine habt, denn gerade so die Reißverschlussverarbeitung oder die Taschen, das soll natürlich auch sehr schön und ordentlich aussehen, aber keine Sorge, schwer ist es nicht, nur so ein paar gerade Nähte sollte man vielleicht hinbekommen, das wäre cool. Und ansonsten zeige ich euch natürlich hier alles, wie es geht. Ihr macht direkt mit, pausiert, wo ihr möchtet, wiederholt so oft ihr möchtet und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das PDF-Schnittmuster könnt ihr euch einfach runterladen, Link in der Beschreibung, oder euch als Papierschnittmuster zuschicken lassen. Aber wenn ihr zum Beispiel genau die Materialien nutzen möchtet, die wir hier auch im Tutorial zeigen und nutzen, dann lasst euch gerne das DIY-Set zuschicken, denn darin ist alles enthalten, genau wie wir es hier nutzen, in der richtigen Menge, in super guter Qualität, von uns genau geprüft, eignet sich super. Und ja, ansonsten lasst uns mal gucken, was es so braucht für die Jeanshose. Und bevor ich es noch vergesse, liked und kommentiert doch super gerne auch dieses Video und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Schnittmusterkollektion mehr verpassen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Als erstes brauchen wir natürlich unser Schnittmuster, dann natürlich unseren Jeansstoff, einen passenden Futterstoff, einen Metallreißverschluss, einen Jeansknopf, Nähgarn und das Juliana Matthäus Stoffetikett. Nachdem wir unseren Stoff einmal gewaschen oder heiß abgedämpft haben, können wir ihn vor uns ausbreiten. Ich lege ihn so hin, wie es auch auf meinem Schnittbild zu sehen ist. Das heißt, hier habe ich jetzt links beispielsweise einen Bruch im Stoff gelegt und rechts ist meine Webkante. Und ich habe jetzt sozusagen zwei Lagen aufeinander liegen, die ich gleichzeitig zuschneiden werde. Guckt aber bitte für eure Größe nach dem speziellen Schnittbild und legt dann eure zugeschnittenen Teile aus Papier auf euren Stoff. Wichtig ist dabei, dass die Schnittteile genau im Fadenlauf des Stoffs liegen und das könnt ihr einmal mit einem Maßband ermitteln, indem ihr immer von der Fadenlauflinie oder dem Pfeil bis zur Webkante oder eurer Umbruchkante messt an verschiedenen Seiten des Schnittteils und der Abstand sollte dann gleich sein, dann wisst ihr, okay, jetzt liegt es genau im Fadenlauf. Anschließend könnt ihr eure Papierschnittteile dann einmal auf eurem Stoff feststecken. Stecht durch beide Lagen, denn ihr möchtet ja gleich beide gleichzeitig zuschneiden. Und fixiert sie einmal ringsherum, immer so im Abstand von 10-15 cm und an allen Ecken. Dann könnt ihr alle Schnittteile entlang der Kante des Papiers zuschneiden, so oft es eben angegeben ist auf den Schnittteilen. Und die Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten, das heißt, ihr könnt wirklich genau an der Kante schneiden. Probiert das bitte so ordentlich wie möglich. Wenn die Schnittteile alle zugeschnitten sind, dann müssen wir uns noch diese kleinen Knipse markieren. Das sind diese kleinen Querzeichen. Und dafür schneide ich mit meiner Schere einfach so 2-3 mm im 90-Grad-Winkel zu meiner Kante in den Stoff. Das soll wirklich nur ganz wenig sein, so wie ihr es hier seht. Es ist nur ein kleiner Markierungspunkt, der uns später beim Nähen hilft. Bitte markiert alle von diesen Knipsen. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit und zwar unterscheiden sich das rechte und linke Hosenbein und ihr müsst in dem Papierschnittteil einmal hier an dieser Linie, die da angegeben ist, für das linke Hosenbein euer Schnittmuster so ein bisschen umfalten. Dann nehmt ihr euch als nächstes euer später linkes Hosenbein, was ihr aus dem Stoff zugeschnitten habt, einmal dazu und legt den Schnitt so mit der umgefalteten Kante, dass er genau wieder richtig sitzt, auf den Stoff auf. Steckt ihn euch dann gerne mit ein paar Stecknadeln nochmal fest. Einfach so, dass er hier an der vorderen Kante gut sitzt, denn an dieser neuen umgefalteten Kante müssen wir dieses kleine Stoffstück jetzt noch einmal wegschneiden. Aber Achtung, wirklich nur am linken Hosenbein, sodass jetzt beide Beine
an der vorderen Kante unterschiedlich sind. Dann könnt ihr euch eure Schere also einmal nehmen und hier dieses Rechteck einmal wegschneiden. Dann könnt ihr als nächstes einmal eure Nähmaschine einfädeln mit einem Ober- und einem Unterfaden. Und wir werden mit dem Versäubern beginnen. Das könnt ihr also entweder hier auch mit der Nähmaschine machen oder wenn ihr habt, natürlich auch gerne mit der Overlock, dann wird die Naht umso schöner. Falls ihr einen Zickzackstich benutzt, dann nutze ich hier zum Beispiel die Einstellung einer Stichbreite von 4 und einer Stichlänge von 1,6. Das sieht dann so aus und ihr würdet euch dann einfach von Kante zu Kante vorarbeiten und alle Strecken versäubern, außer ganz oben dort, wo der Bund angesetzt wird später, die könnt ihr auslassen. Ich zeige das jetzt hier einmal an einem Probeteil. Immer wenn die Nadel rechts sticht, dann sticht sie noch gerade so in euren Stoff und links natürlich dann umso weiter in den Stoff. So wird es eine schöne Kante und die kann danach eben gar nicht mehr ausfransen und ist dann gesichert. Versäubert dann jetzt bitte also alle Teile ringsherum. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn das erledigt ist, dann kann es losgehen und wir werden unsere ersten Nähte nähen. Wir starten mit den Abnähern. Dafür können wir einmal ein Rückteil vor uns hinlegen, sodass die linke Seite oben liegt. Und wir nehmen uns noch einmal das dazu passende Schnittmuster zur Hand und markieren jetzt als nächstes einmal unsere Abnäherschenkel und die Abnäherspitze. Nehmt euch da bitte eine Kreide, markiert hier einmal die oberen Punkte in Verlängerung der Schenkel und stecht mit der Nadel einmal durch das Papier und durch den Stoff und markiert euch zwischen Papier und Stoff dann eben die Spitze. Die Nadel könnt ihr wieder entfernen und anschließend einmal eine Linie zeichnen für die Schenkel. Die beiden Linien werden wir jetzt als nächstes aufeinander stecken. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt auch noch direkt bei der anderen Seite markieren. Wir legen unser Teil am besten einmal schräg vor uns hin, legen diese beiden Linien, die wir gerade gezeichnet haben, genau aufeinander, stecken uns einmal bei der Abnäherspitze zur Orientierung eine Nadel hier so quer und genau durch die beiden Linien, dass wir die von oben und von unten genau treffen, eine nächste Nadel und auch noch für die Strecke dazwischen. Auch hier sollen sich beide Linien genau mit der Stecknadel treffen. Und dann werden wir diese beiden Strecken, also in beiden Rückteilen, einmal nähen. Ab jetzt nähen wir mit einem Geradstich weiter und einer Stichlänge von 2,5. Ich fange hier an der oberen Seite, dort wo später der Bund angesetzt wird, an, verriegele, nähe genau auf der Linie, komme hier immer knapper bis zu meiner Bruchkante, dort wo auch die Quernadel gesteckt ist, verriegel dort wieder, ganz, ganz nah an dieser Bruchkante. Schneide meinen Faden ab und habe dann den ersten Abnäher. Das sollte also genau so aussehen. Wir haben so ein Dreieck dort abgesteppt. Von der rechten Seite sieht es so aus und das werden wir jetzt bügeln. Gebügelt wird jetzt von der linken Stoffseite aus und wir legen unseren Abnäher, also das, was wir dort gerade weggesteppt haben, zur hinteren Mitte, also genau so, wie ich es jetzt hier gerade mache. Können uns das Ganze dann noch einmal wenden und von der rechten Seite darüber bügeln. Und wenn wir beide Abnäher gefertigt haben, dann kann es weitergehen mit der rückwärtigen Tasche. Dann werden wir als erstes die obere Kante der Tasche einmal zur linken Seite falten und zwar genau um 2 cm. Und dort werden wir einmal scharf drüber bügeln, knappkantig neben der Kante, die da offen ist, werden wir das dann einmal absteppen. Ich fange ganz am Anfang an, verriegle dort. Nähe dann möglichst gerade einmal komplett rüber, im Abstand von 2 cm zur Kante rechts. Diese Naht möchten wir aber doppelt steppen, das heißt, ich lege es jetzt noch einmal im Abstand von einem halben Zentimeter bis zu einer Füßchenbreite von meiner gerade gefertigten Naht an und nähe jetzt rechts davon, also näher zur oberen Kante, nochmal eine zweite gerade Naht. Das sollte jetzt so aussehen und verleiht der Jeans dann den typischen Charakter. Anschließend klappen wir dann alle drei weiteren Seiten einen Zentimeter nach innen um und bügeln da einmal schön drüber. Dann legen wir einmal unser Rückteil mit der rechten Seite vor uns hin. Hier sieht man auch den gerade zuvor gefertigten Abnäher. Legen dann noch einmal unser Schnittteil darauf
und markieren jetzt als nächstes die Taschenposition. Ihr könnt zum Beispiel die beiden linken Stellen markieren. Die Tasche ist ja schon gefertigt und gerade. Ich steche wieder mit der Nadel einmal durch. An beiden Stellen. Und markiere mir dann hier zwischen den beiden Lagen, zwischen Papier und Stoff, mit einer weiteren Nadel die Position. Kann dann die beiden zuvor gesteckten Nadeln wieder entfernen und das Papierschnittmuster auch wieder zur Seite legen. Und genau an diesen beiden Markierungspunkten werde ich jetzt meine gerade gefertigte Tasche anlegen. Die drei umgefalteten Seiten, die wir gerade gebügelt haben, werde ich dann einmal feststecken. Einmal reihum, nur ganz oben bleibt sie dann offen. Und diese drei Seiten werden wir jetzt in einem rechteckigen U einmal absteppen. Die erste Naht fertige ich knapp von der umgeschlagenen Kante entfernt. Wenn ich zur Ecke komme, dann lasse ich genau in der Ecke meine Nadel einmal stecken in den Lagen, hebe meinen Nähfuß, drehe dann meine Hose in die nächste Richtung, senke den Nähfuß wieder, gucke, dass hier alles schön umgeschlagen liegt, nähe weiter bis zur nächsten Ecke. Auch hier lasse ich dann die Nadel wieder stecken, hebe wieder den Nähfuß, drehe das Ganze noch einmal in die letzte Richtung und nähe wieder bis ganz nach oben. Alles geschieht hier knapp von der Kante entfernt. Dort verriegle ich und dann mache ich genau das Gleiche noch einmal, nur etwas entfernt. Jetzt senke ich den Nähfuß und setze ihn so an, dass die rechte Seite des Nähfußes genau an der Kante der Tasche entlang geführt wird. Das ist der Abstand, den wir hier möchten. Also zwischen den Nähten sind es dann nämlich wieder diese 0,5 cm. Ansonsten funktioniert alles gleich. Ich stoppe nur diesmal auch in der Nähfußbreite vor der nächsten Kante, um meine Ecke zu nähen, denn überall soll der Abstand ja gleich sein. Nähe dann bis oben, verriegle auch hier wieder und gehe genauso bei meiner anderen hinteren aufgesetzten Tasche vor. Dann geht es weiter mit der vorderen Tasche. Wir legen unser Vorderteil mit der rechten Seite einmal vor uns hin, legen dann den dazu passenden Futterbeutel darauf, sodass die Kanten hier, die Runden, schön aufeinander liegen und stecken uns diese einmal mit ein paar Stecknadeln fest. Das hier wird dann die nächste Naht, und zwar auf beiden Seiten unserer Vorderhose. Ich nehme Abstand von 1 cm zur Kante, fange ganz am Anfang an und verriegle dort und nähe dann einmal eine möglichst schöne Rundung bis zum Ende, bis ich ganz oben angekommen bin, an der Kante. Jetzt wird gebügelt, und zwar bügele ich einmal hier von der rechten Seite über meine Naht, die ich gerade gefertigt habe. Am besten einfach hier nur mit der Spitze, damit ihr keine Falten in das Futter bügelt. Dann drehe ich mir das Ganze einmal um, bügele wieder von der rechten Seite schön über diese Naht. Damit die Kante richtig scharf ist. So soll das jetzt also aussehen. Jetzt würde ich empfehlen, nochmal von der rechten Seite auch drüber zu steppen. Das könnt ihr einmal knappkantig machen, so wie ich es jetzt mache, am Anfang und am Ende verriegeln. Und dann auch nochmal hinterher, indem ihr das Nähfüßchen wieder mit der rechten Kante an die Kante des Stoffs anlegt. Also es sollen jetzt zwei parallele Nähte erzeugt werden. Jetzt ist die Tasche schon fast fertig. Wir können uns jetzt einmal unser großes Teil von der Tasche dazu nehmen und dann das passende vordere Hosenbein drauflegen, sodass die beiden Beutel, also der Futterbeutel und der aus dem Oberstoff, genau aufeinander liegen. So. Und die können wir im nächsten Schritt genau aufeinander stecken.
Als nächstes nehmen wir dann einmal diese Rundung. Die Nahtzugabe beträgt auch hier wieder 1 cm. Verriegelt wird am Anfang und am Ende. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um und schauen von der rechten Seite drauf und steppen hier einmal genau dort, wo die mehreren Lagen sich jetzt überlagern, drüber, um das Ganze einmal festzumachen, denn dann fällt uns das Bündchen annähen später leichter. Also einmal an der oberen Kante und einmal hier an der Seitennaht. Einmal gucken, dass alle Lagen hier schön miteinander abschließen, da kein Fältchen irgendwo liegt. Und dann können wir einmal oben anfangen. Und einfach in einem Abstand von so 0,5 cm zur Kante drüber nähen, um uns das Ganze einmal zu sichern. Wir müssen nur bis hier nähen, wo die mehreren Lagen aufeinander liegen. Dort können wir verriegeln. Und wenn wir das bei beiden Taschen gemacht haben, dann sind diese komplett fertig. Als nächstes können wir die Passe an unsere Hinterhose nähen. Ich lege mir jetzt also meine Hinterhose mit der rechten Seite nach oben vor mich hin, nehme mir die Passe dazu, drehe die Passe dann einmal um, also ich lege die beiden Teile jetzt rechts aufeinander. Und zur Orientierung nochmal, die Passe hat ja 2 kurze Seiten, davon ist eine länger. Die längere kurze Seite soll an die hintere Mitte hier stoßen, also bei mir rechts, und die kürzere Seite gehört zur Seitennaht. So könnt ihr dann einmal alles feststecken. Hier werden wir jetzt einmal rüber nähen. Wir nähen im Abstand von 1 cm zur Kante. Im nächsten Schritt legen wir die Nahtzugaben hier unten in Richtung unserer Passe, also in meinem Fall hier nach rechts, und steppen einmal auf der rechten Seite, also auf der Passe, knappkantig darüber und befestigen so die Nahtzugaben also in Richtung der Passe. Nachdem wir das in einem Abstand von so 1-2 mm gemacht haben, machen wir das Ganze dann auch noch einmal so 0,5 cm davon weiter rechts. Also ich lege jetzt meine linke Seite vom Nähfuß an dem Schatten der Naht an, die wir eben genäht haben, und habe dann beides also wieder doppelt abgesteppt. Macht das bitte auf beiden Seiten eurer Hinterhose. Dann schließen wir jetzt als nächstes die Seitennähte. Dafür lege ich mir hier jetzt einmal meine Vorderhose ein Bein hin, dass die rechte Seite oben liegt. Nehme mir noch meine Hinterhose dazu und lege sie rechts auf rechts mit der Seitennaht aufeinander. Und genau diese Seitennaht, die man jetzt hier bei mir oben sieht, werde ich jetzt mit Stecknadeln zusammenstecken. Diese lange Strecke hier von dem Bundansatz bis zum Saum werden wir jetzt nähen. Ganz oben verriegeln wir, nähen im Abstand von 1 cm ganz bis hinunter zum Saum. Weiter geht es mit der Innenbeinnaht, die ist auch super einfach. Wir können hier einfach die Teile rechts auf rechts liegen lassen, wie sie zuvor lagen für die Seitennaht. Jetzt einfach hier beim Schritt anfangen zu stecken und auch bis hinunter zum Saum. Dann wird genau das unsere nächste Naht. Die Nahtzugabe beträgt auch hier wieder genau 1 cm. Dann wird mal wieder gebügelt. Die Nahtzugaben innen von der Innenbeinnaht, die zeigen Richtung Vorderteil. Da können wir dann einmal schön drüber dampfen. Und die Nahtzugabe von der Seitennaht, die zeigen zum Rückteil. Dann möchten wir hier die Nahtzugaben, die wir Richtung Rückteil bei der Seitennaht gebügelt haben, noch einmal feststeppen. Das machen wir knappkantig im hinteren Teil unserer Hose. Also in meinem Fall liegt jetzt rechts die Hinterhose, links die Vorderhose und wir steppen rechts auf der Hinterhose knappkantig von ganz oben bis dort zu der Stelle, wo unser Taschenbeutel endet. Also genau wo der da eingefasst ist, können wir die Naht beenden und verriegeln.
legt euch das hier einfach so ein bisschen zurecht, immer wieder, rutscht so ein bisschen weiter und guckt, dass ihr auf keinen Fall irgendwie eine Lage mit hier einnäht, die ihr gar nicht mitnähen möchtet. Dann kommen wir jetzt zur Schrittnaht. Wir haben zwei einzelne Beine, die wir jetzt zusammensetzen möchten. Und dafür legen wir die Schrittnaht gleich rechts auf rechts. Wir können hier anfangen, bei dem Vorderteil das zu stecken. Ich lege mir das einmal hier so hin, dass die Beine nach rechts zeigen. Lege also meine beiden Vorderteile rechts aufeinander. Aber Achtung, das eine hat ja jetzt eine breitere Nahtzugabe als das andere. Orientiert euch hier einfach angefangen bei der Innenbeinnaht und steckt die Nähte hier genau aufeinander. Ihr könnt einmal gucken, dass die Nahtzugaben auseinander liegen ganz oben, denn dann wird die Naht so ein bisschen platter. Und ihr könnt dann mit einer Nadel genau durch die Nähte stechen, sodass die wirklich genau aufeinandertreffen und sie einmal quer stechen, so wie ich es hier mache. Dann könnt ihr euch hier weiter Richtung Vorderteil langhangeln und einmal die Punkte, die auch im Schnitt markiert sind, also dort, wo die Nahtzugabe dann anfängt, dort, wo diese kleine Ecke ist, genau bis dahin könnt ihr es euch aufeinander stecken. Das ist genau hier bei mir. Könnt euch das auch gerne nochmal mit Stecknadeln vom Schnitt markieren oder mit einem kleinen Kreidepunkt markieren. Dieser Punkt ist wichtig, genau bis da wird gesteppt. Und dann geht es im Rückteil weiter, bis ganz nach oben. Achtet auch darauf, dass die Nähte von den Passen genau aufeinandertreffen. Dort könnt ihr euch auch nochmal eine Quernadel stecken. Ich gehe also hier von oben nach unten genau durch die Naht. Und dann auch bei dem unteren liegenden Teil ebenfalls genau durch die Naht, stecke mir die dann hier im 90-Grad-Winkel zu meiner Kante. Die kann ich dann auch gleich beim Nähen stecken lassen, dann wird es am genauesten. Und die restliche Strecke stecke ich dann auch noch fest. Wir nähen dann also einmal von diesem Punkt hier ganz bis nach hinten hoch, bis dort, wo das Bündchen später angenäht wird. Die Nahtzugabe beträgt auch hier wieder 1 cm. Fangt hier genau bei diesem Punkt an und verriegelt dort auch. Und guckt, wenn ihr über die Innenbeinnaht näht, dass die Nahtzugaben auch richtig liegen, also hier schön auseinander, damit die Naht dann recht platt wird. Und verriegelt am Ende ganz oben auch wieder. Die Quernadeln konntet ihr wie gesagt stecken lassen, aber entfernt sie jetzt doch gerne danach. Und das Besondere jetzt, ihr näht jetzt noch einmal genau über die Stelle, wo ihr gerade genäht habt, also genau auf der Naht nochmal, denn dann ist es gewährleistet, dass die Schrittnaht besonders reißfest ist, denn das ist die am stärksten belastete Naht der Hose. Um gleich den Reißverschluss nähen zu können, müssen wir uns noch hier einmal unseren Spiegel vom Reißverschluss vorbereiten. Dafür falten wir ihn einmal entlang der Längsseite in der Hälfte durch, stecken uns eine Stecknadel auf einer kurzen Seite und steppen diese einmal im Abstand von 1 cm zur Kante ab. Dann können wir das Teil einmal wenden. Ich gehe hier mit meinem einen Finger zwischen die Nahtzugabe, damit ich hier eine schöne Spitze rausbilde und kann da auch nochmal zum Beispiel mit der Schere vorsichtig oder einem Kreidestift hineingehen und die Ecke da wirklich rausholen. Anschließend könnt ihr dann die bisher offene, lange Seite einmal versäubern, also entweder mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock, und ich bügele mir hier noch eine schöne Kante rein, also genau in der Hälfte. So, dann nehmen wir uns einmal unsere Hose und bügeln auf der Seite, wo wir die Nahtzugaben abgeschnitten haben, nur den 1 cm um und anschließend auf der anderen Seite die Zentimeter, wie sie in dem Schnittmuster zu sehen sind, also genau in der Linie, genau in dem Knips, der da zu sehen ist. Dann können wir auch schon unseren Reißverschluss dazu holen und den einmal auseinanderziehen. Wir beginnen bei der Seite, wo wir die Nahtzugaben abgeschnitten haben, also bei unserer linken Beinseite. So, ich ziehe den also einmal auf und lege ihn dann rechts auf rechts. Also ihr seht, ich drehe den einmal um. Genau hier mit der linken Kante an die Kante meines Stoffs und lasse oben bis zum ersten Zähnchen 1 cm Nahtzugabe stehen. Also das erste Zähnchen beginnt nach 1 cm. Und den Reißverschluss werde ich mir dann genau an der Kante einmal feststecken.
bis zu der Öffnung unten. Und dann nehme ich hier noch meinen vorbereiteten Reißverschlussspiegel dazu. Ihr seht, ich habe die Overlock hier benutzt, um die offene Kante zu versäubern und lege die offene kurze Kante oben genau in einem Verlauf mit unserer oberen Kante von der Hose an. Nehme dann die Nadel, die ich darunter zuvor gesteckt habe, nochmal raus und fixiere jetzt alle Lagen aufeinander. Also die Hosenlage, die Reißverschlusslage und die beiden Lagen unseres Spiegels. Alles schließt Kante an Kante außen ab. Genau bis dort, wo dieser Spiegel, den wir vorbereitet haben, endet. Und hier nehmen wir jetzt einmal rüber. Um näher an unsere Zähnchen zu kommen, brauche ich jetzt einmal meinen Reißverschlussnähfuß. Ich nehme also hier meinen normalen Standardnähfuß ab und nutze jetzt diesen Reißverschlussnähfuß und lege ihn einmal so an, dass ich kann mich ja mal entscheiden, ob ich links oder rechts greife. Ich greife links und habe jetzt den meisten Teil des Fußes also rechts sitzen. So komme ich also viel näher ran, genau wie ich es jetzt möchte. Leg mir das Ganze hier an, dort wo unser Schlitz quasi für unseren Verschluss anfängt. Dort beginne ich an zu nähen und werde auch wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante rechts einmal gerade hier bis ganz nach oben nähen und den Reißverschluss auf der ersten Seite jetzt einnähen. Gleichzeitig befestige ich dann eben diesen Spiegel. So sollte das Ganze jetzt aussehen, wenn ihr von der rechten Seite drauf guckt. Und genau hier werden wir jetzt noch einmal knappkantig drüber steppen. So, ich werde jetzt also rechts vom Reißverschluss auf dem Stoff noch einmal in einem Abstand von 1-2 mm zu dem Schatten der Naht von der Naht eben nähen, soweit wie ich eben komme. Dort werde ich verriegeln. Und dann ist das auch gesichert. Um den Reißverschluss dann auch auf der anderen Seite einzunähen, legen wir uns einmal unsere Hose mit der rechten Seite und der Vorderseite nach oben vor uns hin. Und wir werden jetzt einmal hier unsere umgebügelte Kante, die noch keinen Reißverschluss hat, an den dafür vorgesehenen Knips legen, sodass hier die vordere Mitte einmal genau aufeinander trifft oben und diese Kante, hier die umgebügelte, werden wir jetzt auf die untere Stofflage von dem anderen Hosenbein einmal feststecken, damit die uns gleich nicht verrutscht. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr das bis ganz oben gemacht habt, dann möchten wir nämlich als nächstes jetzt hier bei unserer längeren Nahtzugabe einmal den Reißverschluss feststecken. Dafür klappe ich mir hier den Spiegel einmal komplett zur Seite, also weg von meinem Reißverschluss, denn den möchte ich bei der nächsten Naht nicht treffen. Einfach ein paar provisorische Stecknadeln hier. Und jetzt kann man schon ganz gut sehen, wenn ich in die Hose hineinschaue, wo ich den Reißverschluss auf dieser Seite befestigen muss. Und zwar hier genau auf dieser längeren umgefalteten Nahtzugabe. Wir können ihn hier einfach, wie er ist, denn außen ist ja schon alles festgesteckt, es kann hier nichts mehr verrutschen, einfach nur die Reißverschlusslage auf die Lage des Stoffs darunter, also diese längere, breitere Nahtzugabe stecken. Und dann nehmen wir hier als nächstes einmal rüber. Wenn ich jetzt nähe, dann versuche ich so ungefähr einen halben Zentimeter Abstand von den Zähnchen zu haben. Verriegel ganz oben und nähe bis hinunter, bis zum Ende dieses Reißverschlussspiegels. So, dann können wir noch unsere Naht, die typische leicht runde Naht hinzufügen. Die könnt ihr euch einmal beim Schnittmuster anschauen und dann genau auf eurem Stoff mit ein bisschen Kreide, die sich leicht rauswaschen lässt, aufzeichnen. Ich habe mir also hier den Abstand einmal angeguckt von der vorderen Kante, markiere mir hier so ein paar kleine Striche. Und dann geht es hier hinunter in die Rundung, die zeichne ich jetzt frei Hand. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich aber auch voll gerne eine Schablone erstellen, an der ihr entlang malt und das wird dann die nächste Naht.
genäht wird von der rechten Seite. Guckt, dass ihr hier wirklich nur das Vorderteil trefft und nicht irgendwie noch einen Rückteil von der Hose. Dann setzen wir ganz oben an, verriegeln und nähen einfach auf der aufgezeichneten Linie einmal alles ab. Wenn ihr auch einen Metallreißverschluss nutzt, dann macht das hier bei den Zähnchen ganz vorsichtig und tastet euch da am besten mit dem Handrad etwas hervor, auch beim Verriegeln. Bei einem normalen Reißverschluss mit so Kunststoffzähnchen könnt ihr einfach drüber nähen, da kann nichts passieren. Aber bei den dickeren Metallzähnchen auf jeden Fall gucken, dass die Nadel nicht auf dem Metall landet beim Nähen, sondern immer knapp daneben. Anschließend klappe ich mir jetzt meinen Spiegel hier einmal auf die richtige Seite, so wie er angenäht war, und nähe hier eine ganz kleine Verriegelung auf der Stelle der Nahtzugabe und dem Spiegel, einfach dass es dann zu der Seite gefaltet bleibt. Reichen so 2-3 Stiche hin und her und dann war es das an der Stelle auch schon. Der Reißverschluss ist damit beendet. Dann fertigen wir jetzt unsere Gürtelschlaufen. Dafür nehmen wir einmal unseren langen zugeschnittenen Streifen. Den haben wir auf mindestens einer langen Seite versäubert. Wenn ihr eine versäubert habt, so wie ich, dann ist das die, die oben, also außen, dann liegt. Ihr könnt es einfach zweimal nach innen falten, 1 cm, die Ränder. Ich fange hier oben an und lege dann die untere Seite drüber. Bügel da einmal richtig doll drüber und dann werden wir da gleich noch einmal drüber steppen. Dafür montiere ich jetzt wieder mein normales Standard-Nähfüßchen. So, zack, und dann kann es weitergehen. Ich lege jetzt meinen Streifen, den ich gerade gebügelt habe, so an, dass die Seite, auf der man die Versäuberung sieht, oben liegt. Und versuche jetzt relativ nah am Rand rechts einmal zu nähen. Also genau am Rande der versäuberten Naht. Dann verriegel ich am Ende. Und werde dann auch nochmal eine zweite Naht machen, genau auf der anderen Seite vom Stoff. Knappkantig vom Rand entfernt. Damit es mit dem Bündchen weitergehen kann, müssen wir das noch einmal mit unserer zugeschnittenen Einlage bebügeln. Die legen wir so auf die linke Seite unseres Stoffs auf, dass die Klebepunkte, die fühlen sich rau an, auf dem Stoff liegen und die weiche Seite, die ist jetzt oben. Wir bügeln jetzt mit einer mittleren Hitze einmal darüber und zwar so, dass wir jede Stelle einmal erwischen. Die Gürtelschlaufen könnt ihr dann anhand der Scherensymbole schon einmal in kleine Stücke schneiden und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr sie jetzt Kante an Kante hier an die obere Kante legen, genau an die Position bei den Knipsen und sie schon mit in das Bündchen einfassen, was wir jetzt annähen. Wenn nicht, ich zeige euch auch gleich, wie ihr die nachträglich anbringen könnt, dann könnt ihr sie zum Beispiel auch irgendwann mal ersetzen, wenn sie verschleißen, ohne das Bündchen abtrennen zu müssen, aber es ist euch ganz selbst überlassen. So geht es jetzt mit dem Bündchen weiter. Ich schneide mir hier einmal den Stoff ab oben, der übersteht, von dem Reißverschluss, damit das alles hier schön eine Länge ist. Und mein Bündchen lege ich mir dann rechts auf rechts, hier oben an die Kante. Das Bündchen geht aber hier rechts 1 cm länger als unsere Kante, denn den Zentimeter brauchen wir gleich noch für die Verarbeitung. Ansonsten einfach gerade alles an die Kante oben legen, ein paar Stecknadeln stecken, auch gerne die Knipse aufeinander legen und dann können wir einmal hier ringsrum alles befestigen. Bis zur anderen Kante vorne, wo das Bündchen dann bei dem Spiegel des Reißverschlusses endet. Auch da ragt es übrigens wieder 1 cm über die Kante unserer Hose hinaus. Und dann ist genau das hier die Naht, einmal von ganz vorne bis zur anderen Seite vorne. So, dann legen wir das Ganze unter die Maschine, beginnen einfach dort, wo die Hose auch anfängt, verriegeln dort und achten die ganze Zeit darauf, dass unsere Kante vom Bündchen rechts mit der Kante auch von der Hose abschließt, wir keine unnötigen Falten legen und die Nahtzugaben, über die wir nähen, immer noch genauso liegen, wie wir sie zuvor gebügelt haben. Dann können wir hier den Zentimeter, der übersteht, einmal fertigen, indem wir ihn in der Mitte umklappen, rechts auf rechts. Die eine Naht, die zeigt jetzt noch nach oben hier, die Nahtzugabe von der zuvor gefertigten Naht. Und die, die wir drüber klappen zur rechten Seite, kann nach unten
gefaltet bleiben, einfach offen liegen. Und wir nähen jetzt in einem Abstand von 1 cm rechts zur Kante einmal hier rüber, bis dort, wo wir auf die andere Naht stoßen, also 1 cm vor Ende dieser Kante. Ich mache das nochmal vor auf der anderen Seite. Wir klappen also unser Bündchen einmal hier entlang des Knipses in der Mitte um. Die Nahtzugabe hier zeigt noch nach oben, von auf der inneren Seite der Hose. Und wir nähen jetzt von oben von der Bruchkante des Bündchens genau bis dort, wo unsere umgeschlagene Nahtzugabe liegt. Und versuchen das genau in einer Linie zu machen mit unserer Kante, die da von unserem Reißverschluss kommt. So sieht das also jetzt aus. Wir können jetzt einmal hier mit dem Finger zwischen die Nahtzugaben gehen und das Ganze einmal nach außen stülpen. Ihr seht auch, das Bündchen läuft jetzt genau in einer Linie mit der Kante, die wir dazu vorgefertigt haben. So sollte das sein. Ich mache den Reißverschluss jetzt einmal auf, stülpe mir das auch auf der anderen Seite einmal um. Und dann falten wir uns anschließend an der oberen Kante des Bündchens 1 cm Nahtzugabe nach innen, legen die Nahtzugabe von der Naht, die wir gerade gefertigt haben, hoch ins Bündchen und das Bündchen eben dann darüber. Dort stecken wir unsere nächsten Stecknadeln und zwar genau so, dass wir, wenn wir knappkantig in das Bündchen stecken, auf der Seite von außen in der Naht hinauskommen. Und so machen wir das die ganze Zeit. Ich falte mir das hier wieder um, lege mir dann hier mein umgefaltetes Bündchen genau so hin, dass ich die Naht, die ich jetzt gerade genäht habe, nicht mehr sehen kann von innen und stecke dann das Bündchen auch genauso fest, dass meine Nadel jetzt hier auf der rechten Seite genau in der Naht rauskommt und die Naht eben von innen komplett verdeckt ist. Die Nadeln stecke ich mir übrigens so quer, also im 90-Grad-Winkel zu der Naht, denn die kann ich dann gleich einfach stecken lassen, so mache ich das am liebsten. Von der anderen Seite dann einfach drüber nähen, denn dann bleibt das alles an Ort und Stelle. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Heftgarn nehmen und euch dieses Stück hier einmal festheften. Dann bräuchtet ihr die Stecknadeln jetzt nicht mehr. Wir nähen jetzt von der rechten Seite auf unserem Bündchen, knapp neben der Naht, also rechts von der Naht auf dem Bündchen, nur so 1-2 mm entfernt von der Naht eben. Beginnen hier und nähen einmal bis an das andere Ende des Bündchens. Wenn ihr dort angekommen seid, dann könnt ihr die Nadel einmal stecken lassen unten, euer Nähfuß heben und eure Hose so wenden, dass ihr jetzt die kurze Seite einmal absteppen könnt. Guckt auch hier, dass ihr nur so 1-2 mm vor dem Rand seid, also der gleiche Abstand wie jetzt gerade bei der unteren Seite des Bündchens. Dann gerne etwas mitziehen, falls euer Transporteur das nicht von alleine macht, sodass ihr die kurze Seite auch nähen könnt. Bis 1-2 mm vom Rand entfernt oben. Dann wieder den Nähfuß heben und euer Teil wieder in die nächste Richtung drehen. Und jetzt an der oberen Seite des Bündchens einmal zurücknähen. Anschließend noch die zweite kurze Seite. Dann noch verriegeln und dann können wir noch eine parallele Naht machen und zwar hier im Abstand von der Füßchenbreite zu unserer angesetzten Naht von dem Bündchen, so dass bei der unteren Bündchenseite eben zwei parallele Nähte sind. Einmal komplett parallel rübernähen, einfach über das Bündchen. Dann können wir die Gürtelschlaufen annähen. Entweder ihr habt die dann ja hier quasi schon mit eingefasst, dann sind die hier in dieser Naht mit drin und liegen hier rechts auf rechts. Dann könntet ihr sie einfach auch so hochklappen. Oder aber wir nähen sie jetzt eben im Nachhinein an, in einem Abstand von so einer Füßchenbreite zu unserer Naht von dem angesetzten Bündchen. Nähen hier jetzt einfach mehrfach drüber, knappkantig von dieser umgeschlagenen Kante der Gürtelschlaufe, die ich jetzt gerade hochgefaltet habe. So sieht das Ganze aus. Und dann falte ich mir hier auch die obere Seite rum 1 cm.
sodass die hier genau abschließt mit meinem Bündchen und steppe auch dort einmal knappkantig vom Rand entfernt drüber. Verriegelt hierbei wirklich mehrfach gerne, näht immer ein paar Mal vor und zurück, denn hier ist natürlich auch eine recht starke Belastung drauf, wenn ihr dann Gürtel durchziehen solltet. Jetzt als nächstes montiere ich meinen Knopfloch-Nähfuß und wähle hier ein Knopfloch aus mit Auge. Das sieht bei mir genau so aus. Anschließend fertigen wir dann unser Knopfloch. Position findet ihr auf eurem Schnittmuster. Markiert euch die doch sehr gerne auch wieder mit ein bisschen Kreide. Das soll genau hier starten und dann nach links verlaufen. Guckt bitte für die Einstellungen doch bei eurer Maschine nach. Ich habe hier zum Beispiel so einen Knopfloch-Nähfuß. Da kann ich hinten auch meinen Knopf einspannen. Dann wird es genau die richtige Größe. Mein Knopflochautomat macht es jetzt hier quasi so, dass ich erst das Auge sticke und dann nach oben nähe. Aber wie gesagt, guckt bitte bei eurer Maschine, wie es richtig ist, wo ihr da ansetzen müsst. Vielleicht ist es so wie bei mir. Und ihr könnt dann hier einfach automatisch euer Knopfloch sticken. Das ist super, super praktisch. Das fertige Knopfloch sollte dann ungefähr so aussehen wie bei mir. Und das können wir dann gleich noch aufschneiden. Dafür gehe ich hier einfach mit so einer feinen Stickschere als erstes in das Auge und schneide dann, ohne das Garn zu treffen und ohne die Stickerei des Knopflochs zu treffen, einmal hier gerade rüber. So. Einmal noch bis in die Spitze. Und wenn das ausgeschnitten ist, dann können wir unseren Knopf noch anbringen. Nichts leichter als das. Auch die Position könnt ihr eurem Schnittmuster entnehmen. Oder ihr macht so wie ich und nehmt euch eine Stecknadel, stecht genau durch das Auge durch, markiert euch dann die Position, wo es ankam, auf der anderen Bündchenseite nochmal mit einer Stecknadel und bringt genau dort den Knopf an. Ich mache mir den Reißverschluss dazu auf und nehme jetzt meine beiden Teile von meinem Druckknopf. Einmal habe ich so hier ein kleines spitzes Teil. Das werde ich von hinten nach vorne durch mein Bündchen schieben und dann natürlich noch der Knopf, der von vorne zu sehen ist. Der wird dann gleich einfach nur drauf gesteckt. Das ist wirklich ganz toll. Ich steche also jetzt dieses spitze Teil genau dadurch, wo meine Stecknadel gerade saß. Schieb mir so ein bisschen die Fädchen von dem Stoff zur Seite, damit die Spitze da genau durchgeht. So. Und dann nehme ich einfach das andere Teil, das große Teil, schaut, dass das Muster, falls es eins hat, oder hier so ein Aufdruck oder sowas, was da reingraviert ist oder gestanzt ist, dass das zur richtigen Seite guckt. Und dann könnt ihr die beiden Teile einfach zusammendrücken mit ein bisschen Kraft. Zack. Und dann ist euer Knopf auch schon angebracht. Perfekt. Dann fertigen wir noch die Säume. Da können wir jetzt einfach ein Handmaß oder ein Lineal dazu nehmen und immer die Saumkante nach innen umfalten, um unsere Nahtzugabe, also die 4 cm. Und dann einmal schön über die Kante bügeln. Und das machen wir ringsrum an beiden Beinen. Die umgebügelte Nahtzugabe stecke ich mir dann auch noch innen fest, denn von da wird jetzt genäht. Wir nähen also einmal genau im Kreis. So, die Säume sind die letzten Nähte. Wir legen uns das Ganze so an, dass wir jetzt einfach noch knapp von der hier versäuberten Kante entlang nähen, in dem möglichst gleichen Abstand. Also knapp 4 cm sind es hier bis zur Kante rechts. Nähen einmal komplett im Kreis und machen das gleiche auch noch bei dem anderen Hosenbein. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button hier unter dem Video zu drücken, denn dann verpasst ihr keine neuen Schnittmuster und Videoanleitungen mehr von uns. Und lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, wie es euch ergangen ist mit dieser Hose. Fandet ihr es leicht oder schwierig? Und war das vielleicht eure erste selbstgemachte Jeans oder ist es schon eine richtige Reihe, die ihr da habt? Lasst es mich wissen. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Wenn ihr wollt, dann näht doch jetzt gerne noch euer Stoffetikett ein und verleiht der Hose den letzten Schliff. Das war auf jeden Fall die letzte Naht eurer Dina Jeans. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Ja, das war's auch schon wieder mit der Jeanshose. Ein etwas längeres, umfangreicheres Projekt, das sich aber total lohnt in jeder Minute mit jeder Naht und jedem Zentimeter. Denn jetzt hat man einfach eine selbstgemachte eigene Jeanshose und ich finde, das fühlt sich einfach besonders gut an, wenn man die trägt.
Ich bin gespannt, ob ihr euch vielleicht auch noch die passende Jeansjacke dazu macht. Ich trage die Kombi super, super gerne persönlich und kann sie total empfehlen. Ich finde, sie ist super vielseitig und sieht einfach total modern aus und lässig. Ja, bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald!